So, da sind wir wieder auf der Hof Bergmann. Ich weiß nicht, wann die Aufnahme gestoppt worden ist. Ich hatte ja schon mal angefangen, hier für die Frau für die Schmitzes Brennholz zu machen. Die LKW-Ladung, die ich geholt hatte, die ist auch schon klein gehackt und verladen. Aber ich muss wohl irgendwo zwischendurch mal auf die Stopptaste gekommen sein und dadurch wurde dann die Aufnahme gestoppt, was natürlich etwas kontraproduktiv ist. Also machen wir die ganze Geschichte nochmal von vorne, beziehungsweise die Aufnahmen. Die arbeiten nicht, weil das wäre ein bisschen dumm. Ich muss zwar nochmal Holz holen, einige ist ja noch nicht voll für die Schmitz, Familie Schmitz. Aber jetzt werden erstmal hier die Ballen gepresst und eingesammelt. Das muss ja auch sein. Nützt ja nichts, ne? Ich war mir sicher, dass ich, bin mir auch ganz sicher, dass ich die Aufnahme gestartet hatte. Damit ihr morgen früh, am Dienstag, auch was zu gucken habt. Ach nee, haben wir ja schon. Reale Aufnahmezeit, also ne, reale Zeit haben wir 1 Uhr und 12. Guck es an. Den Schreck erst noch einen Kaffee. Ich hatte ja bis zum Montag gestern im Vorlauf aufgenommen. Und die letzten Tage habe ich mich dann auf diese Abenteuer-Map, diese Azur-Dingsbums-Map da rumgetrieben. Mein Weg durch den See, den ich, das habt ihr glaube ich noch gesehen, den Weg angefangen, nee, der quer rüber zu der Insel gehen sollte, wo ein Haus gebaut werden soll. Den Weg habe ich fertig und das Haus steht soweit auch. Also es ist, die Wände stehen, das Dach ist drauf. Jetzt sind da aber noch irgendwelche Symbole, dass noch was gebaut werden soll, aber mit dem Bauholz, was ich vorher verwendet habe, geht das nicht. Da werde ich wohl irgendwelche noch andere Bretter brauchen oder Balken, ich habe keine Ahnung. Es steht leider nicht dabei, was gebraucht wird. Und bei der Produktion steht auch nicht bei, was er produziert. Und das Einzige, wo was bei stand, war eben die Bretter. Die Bretterpaletten, die zur Erstellung des Hauses benötigt wurden. Das war gekennzeichnet, was das ist. Aber das war es auch. Das ist da leider ein bisschen unglücklich gelöst auf der Karte, weil du da einfach nicht siehst, wo was ist, was du da machen sollst. Ist keinerlei Beschreibung dabei. Ist ein bisschen schlecht, aber nun gut. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, da habe ich dann ja auch viele Bäume wieder gemäht, ja, gefällt und verladen. Und ja, die Holzgreifer, die Holzzangen, die funktionieren einfach nicht mehr so, wie es mal war. Ich bin da mal recht gut mit klar gekommen und die haben ihre Arbeit auch eigentlich gut getan. Nur jetzt habe ich festgestellt, dass die sich andauernd verdrehen, verkanten und hast er nicht gesehen. Da ist wieder irgendwas rumgefummelt worden. Das gefällt mir nicht. Die Fahrzeuge, wo die Kräne drauf waren, mit denen ich gut klar kam, das funktioniert einfach nicht mehr. Die Zangen packen nicht mehr so zu, wie gesagt, dann verhaken die sich, klappen über und alles nicht schön. So. Hoppala.
Hahn noch. Und dann müssen wir mal gucken, weil für die Qualabahn habe ich ja eigentlich überhaupt keinen Wagen. So, das können wir ausmachen und hochheben. Sehr schön. Der Hund kratzt wieder sein Kissen kaputt. Da hat er jetzt schon 3 Hundekissen geschafft. Weil das alles kaputt kratzt. Keiner weiß warum. Mara, was machst du denn für einen Quatsch? Mal gucken, ob die da rein gezirkelt kriegen. Was ist denn jetzt los hier? Die hatte sich verklemmt, aber keiner weiß wo. Er war verklemmt wie Icke. Achso. Ja. Fängt an zu regnen. So eine Kacke. Ich glaube, das ist ein Rundbahnwagen. Transport, was ist das für ein komisches Kennzeichen da? Verstehe ich ja nicht. Kann man ja immer mal brauchen, ne? Mal sehen. Hallo. Da habe ich mich aber völlig verschätzt, ne? Was soll denn das?
Ah, da, 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 da. Ja, immer hoch, hier müsste ja auch irgendwo noch einer liegen. Da oben da. Den hat er nicht gekriegt. Aber jetzt. Ah, das wird bald. Wunderbar, wunderbar. Oh, so wäre es doch besser gewesen. Ja. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt alle. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich die Kamera geil finde? Aber ich glaube ja, ne? Ich glaube, ich erwähnte es schon mal. Jetzt habe ich die natürlich. Ach komm, verkaufe. Ich hatte erst mit dem Gedanken gespielt, die zu behalten, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich die trocken abstellen kann. Also verkaufen würde. Verkaufen! Eigentlich auch bloß so Mieten brauchen wir eigentlich. Hätte auch gelangt. Ich glaube, den werde ich wieder verkaufen. Und die Quadermann-Presse auch. Oder nee. Nee, die muss ich aufnehmen. Oh, nee. Bei den Schafen, das Heulager, das habe ich mit Qualambaren. Das muss ich behalten.
Da muss ich die Folge, die war ja auch nicht. War ja auch eine alte. Also die Presse. Ja. Altes Modell, stand da schon lange rum, ist so lange als Vorführer gelaufen. Die habe ich ja spottbillig gekriegt. Von daher ist das nicht ganz so tragisch. Da bin ich ein bisschen falsch, Kollege. Ja, ich versuche gerade nach der Kamera rückwärts zu fahren. Hat der eine oder andere vielleicht bemerkt? Muss ja mal gesagt werden. Gucken. Doch, passt. Nur die oben wohl. Ach, die. Ja, okay. Die habe ich oben aufs Dach gestellt. Na, was denn jetzt hier? Den nur wieder gemacht. Das ist wieder. Perfekto. Und was ist jetzt? Das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier, oder was? Aua, 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 da stelle ich ihm die Dinge aufs Dach. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, gehen. Erreicht. Zur Miete. Ja. Danke, bitte, Wiedersehen. Ach, verdorri. Ich vergaß.
Hätte ich das ja gar nicht machen brauchen. Ist ja wieder Blödsinn. Wieder Geld unnötig. Wieder Geld unnötig ausgegeben, wollte ich sagen. Und jetzt fahre ich schon wieder falsch. Langsam geht's los. Orientierung wie dieses komische Tier, was immer unter Erde rumbuddelt. Hey! Hast du das gesehen? Tschüss! Man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht. Von so einem Fifi hier ausbremsen lassen. Kann alles nicht wahr sein. Oh, Hennig. Das Stroh wird nass beim Hände. Das muss ich da oben noch runterholen. Sonst gibt das hier, ne, Abzug in eine G-Note, Geldnote. Das geht nicht. Klüngelein ist hier. Nee. Jetzt gucken wir mal eben hier gemütet. Also hier habe ich ja ein Lala steht, da brauche ich ja kein Mieten, ey, der Quatsch. Was ist das für ein Kacke? War doch schon wieder falsch. Der hört auch nicht mehr hier. Der spielt auch mal so ein bisschen verrückt. Die Neigungswinkel hier von der. Ne? Wir fahren nochmal hin. Haben wir sonst nichts zu tun bei dem Wetter. Und war ja klar, dass da noch was kommt. Und jetzt komme ich. So, dann werde ich mal gucken, wenn ich das runter habe. Ich könnte mir denken, dass ich mir dann ein Güllefass schnappe.
und auf das Stoppelfeld schon mal Gülle drauf fahre. Das wäre doch schon mal eine Option, oder? Das wäre eine Option. Ich glaube, das machen wir auch. Aber wie gesagt, jetzt hole ich erstmal noch die Strohballen da oben vom Dach. Sonst gibt das Krach. Das wollen wir nicht. Tut ja nicht Not, ne? Sagen, ne? Hey. Hallo. Dann drücke ich auf rückwärts und der fährt trotzdem vorwärts. Wo sind wir denn hier? Oh, hier ist der. Haben wir es doch. Schön, 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 schön. Kann sich auch keiner beschweren. Wir wollen ja keinen Krach haben mit dem Kunden, ne? Beziehungsweise in diesem Falle mit dem Viehhändler. Man braucht ihn ja. Entschuldigung. Bremse ist nass geworden. Sorry. Hätte sie vielleicht auch nicht ölen sollen. Habe extra Olivenöl genommen. Quietschen tut sie nicht mehr. War wohl doch verkehrt. Fahren hier so. Wir nehmen keine Rücksicht. Ich hätte ja eigentlich Vorfahrt gehabt, ne? Erstens sowieso und überhaupt. Und zweitens landwirtschaftliches Fahrzeug. Hat immer Vorrang. Aber diese Verkehrsraudis von heute, die wissen das ja alle nicht. Nee, 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 nee. Ah, läuft noch. Gut. Dann habe ich auch gleich die Zeit voll, wie ich das so sehe, aber gleich die halbe Stunde. Und das soll es dann auch gewesen sein für diese Folge. Mit die Gülle machen wir beim nächsten Mal. Verstehst du?
wenn sie verstehen, was ich meine, tue. Ein im Sinn. Das machen wir aus. Das machen wir aus. Das machen wir aus. Alter Daus. Gut. Oh, ich muss noch. Nicht, dass die Schmitzen sich näher beschweren, dass das Brennholz zu nass geworden ist. Das geht nicht. Wie gesagt, Kunden darf man sich nicht verkraulen, nicht vergrauen. Ne? Das ist nicht gut. Mal eben schnell unter Dach stellen. Guck. So kann man das auch machen. Kali. Knack. Das ist einfach schön. Irgendwann, wie gesagt, breche ich hier mit dem ganzen Gerödel zusammen. Ich mache hier Schluss. Wie gesagt, mit der Gülle machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja. Ne, kennt ihr ja, ne? Däumchen hier, so, ne, sieht man hier, Däumchen nach oben, wäre schon schön. Ein Kommentar, freue ich mich auch drüber. Uff, ein Abo sowieso, aber wer mir zuguckt, die meisten davon haben mir ja schon Abo dagelassen. Gut, in diesem Sinne, wie gesagt, ne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich sage, winke.